Healthy Mandy hat es in ihrer Schwangerschaft nicht leicht. Die Influencerin hat Bakterien, die auf dem Gebärmutterhals sitzen. Und nicht nur diesen verkürzen, sondern auch Wehen auslösen. Im Krankenhaus wird sie mit Antibiotikum behandelt und sollte eigentlich diese Woche wieder nach Hause. Doch Mandy hat einfach Pech. Nun hat sie auch noch eine allergische Reaktion am ganzen Körper. Einhergehend mit starkem Juckreiz. Kühle Lappen oder Salbe helfen nur kurzzeitig, wie sie in ihrer Story erklärt. Sie muss nun doch noch 10 Tage länger im Krankenhaus bleiben, da sie nun wieder mit Antibiotikum behandelt wird. Doch die werdende Mutter bleibt positiv, denn immer näher rückt sie dem ausgerechneten Geburtstermin. Und sie hatte schon seit 4 Tagen keine Wehen mehr. Der Juckreiz ist laut Mandy aktuell das Schlimmste, doch anscheinend wird auch der erträglicher. Healthy Mandy und auch ihr Mann Fitness Oscar sind Kämpfernaturen und werden auch diese schwierige Zeit überstehen.